So, hallihallo. Ja, wir spielen heute eine Runde Wilds, da beziehungsweise fangen wir heute an, Open Beta. Ich habe das Spiel schon ausgiebig gespielt, aber die Person zu meiner Rechten, du darfst auch mal winken, wenn du möchtest, hat noch gar nicht gespielt, hat jetzt ihren Charakter erstellt. Bist du schon weitergekommen, wie dein Charakter heißen soll? Nein, ist sie nicht. Okay, sie ist noch dabei. Wir spielen auf der Seite der Dominions, für alle die es interessiert. Und ich hau auch mal in die Charakterauswahl rein. Ich spiele den Arkanschützen. So, und als Pfad spiele ich den Kundschafter. Den Kundschafter habe ich bisher noch nicht gespielt. Bisher in der Closed Beta, bisher habe ich immer den Wissenschaftler gespielt. Aber der Kundschafter wird es, glaube ich, sein. Ja, ein bisschen den Charakter müssten wir noch anpassen. Das wäre schon nicht verkehrt, denke ich. Zumindest zu meinen Gepflegten. Und eine Glatze geht natürlich für meinen Charakter auch gar nicht. Oh, so Kiso weiß auch nicht. Ein bisschen dunkler darf er schon sein. Jawohl. So, die Haarfarbe. Ja, Haarfarbe. Wenn er keine Haare hat, kann er auch keine Haarfarbe wählen. Gesicht anpassen. Gesichtart. Gesichtsbehaarung. Gibt es auch welche mit Haare da? Haben verschiedene Haare drauf. Haarfarbe, Hautfarbe, Gesicht anpassen. Gesichtsart, da ist wahrscheinlich. Frisur, ah, da haben wir die Frisur. Mensch. Wer sucht, der findet. Sind ja auch alles grässliche Frisuren. Die geht noch klar. Die geht noch. Gesichtsart, Gesichtsart. Welche nehmen wir denn da? Ja. Gesicht anpassen. Scrollen wir ein bisschen. Müssen wir noch mal überlegen, immer noch nichts gefunden? Die gibt's alle schon. Was für ein Ärgernis. So. Hat der Gesichtsbehaarung, machen wir erstmal weg. Ja, da lasst ihr, ne? Die sind alle ganz cool. Den Schnauzer, ja. Ja, sehr, sehr cool. Wo war ich eigentlich? Gesichts anpassen war ich. Da muss ich erstmal den wegmachen. Killing. Lassen wir eigentlich mal auf 0. Ach, das war Kenneigung. So, machen wir nicht so groß. Was? So langsam kannst du überlegen, ob du schon mal langsam nachmachst. Ja, dann musst du weiter ausprobieren. Oh, so schwierig, ne? So schwierig. Babydoll. Selbst den gibt's. Fast, fast. Naja, irgendwann kriegst du auch noch mal einen, der vielleicht noch nicht weg war. So, wir brauchen uns auch nicht ganz so viel Mühe geben hier mit dem Charakter, weil der wird ja eh wieder gelöscht. Nenn ihn einfach Banane und fertig. Catwoman? Meinst du, Catwoman gibt's schon? Noch nicht? Na, ganz knapp. Ha, eigentlich gefällt mir der Charakter schon fast, außer die Farbe. Selbst Banana gibt es schon. Da muss er Banana! So, dunkle Haarfarbe geht immer klar. Der Gesichtsbehaarung hatten wir schon. Augenfarbe, Augenfarbe. Ah, ja. So ein Pink als Mann ist schon krass. Schön. Aber so ein Rot. Jane, findest du gut? Ja, dann nenn dich Jane 182.007. Den gibt's bestimmt noch nicht. Den kannst du auch nicht, brauchst du auch nicht merken. Charaktername dürfen, bist du schon. Achso, okay. Ja, anscheinend nicht Unterstriche. Na, das ist der Körperbau. Oh, schön. Oh, das. Mittelmaß darf er schon haben. Auch keine Zahlen? Oh. Ach ja, stimmt, das ist jetzt neu. Ja, stimmt.
Ich entsinne mich. Ach Quatsch. Vielleicht weil der Name nicht verfügbar ist. Den gibt es schon. Das glaubt ja fast keiner. So. Bei mir geht das vielleicht ein bisschen schneller. Was? Ja, aber auf dem anderen Wheel. Ja. Also vielleicht kannst du noch ein bisschen weiter ausprobieren. Bald hast du es. Bald hast du es. White Panther. So wird aber Panther nicht geschrieben. Oder White Panzer. Was? Ja, das ist richtig geschrieben. Yay! Den brauchst du nicht aufschreiben. Das speichert das Spiel automatisch für dich, für dein Vergesslich. Bei mir geht's aber irgendwie nicht weiter, bei dir auch nicht, ne? Ach doch, bei dir geht's weiter. Das Spiel mag dich doch, ja. Anscheinend schon, ich nicht so. Das kannst du auch verstehen. So. Der erklärt dir das, wenn du möchtest, darfst du dein Headset auftragen. Ja. Du hast das ausgemacht, dann kannst du nochmal kurz kleiner machen. Ja. So, und dann kannst du wieder anmachen. Was hast du denn an? Ja, also ich hing in der Charakterauswahl fest, das ist sehr interessant. Wubbel die. Hallo, hallo, Spiel. Was? Musst du auf Doppelklick drauf drücken. Ja. Und dann musst du. Das hast du ausgemacht. Das brauchst du aber nicht ausmachen. Du kannst weiter links. Yep. Dann musst du auf Lautstandard. Okay. Na, das hat damit nichts zu tun. Das hat er schon erkannt. Gehen wir unten rechts. Jupp, auf Rechtsklick. Auf Wiedergabegeräte. Und dann machst du deinen Standard. Der ist auch schon richtig drauf. Und der sagt trotzdem nichts. Geh nochmal in Game rein. Hörst du also gar nichts? Nö. Ich guck gleich. Ja, also ja, mein Charakter nicht gespeichert. Ich darf das nochmal machen. Du siehst schon sexy aus. Der erklärt dir gerade, wie das Spiel funktioniert. Oh. Damit du gut ins Spiel reinkommst. So. Du spielst auch Arkanenschütze. Ja, wir spielen beide Arkanenschütze. Wir schaffen das schon zu zweit. Jetzt habe ich so eine hässliche Frau hier bei mir. Die wollte ich gar nicht haben. So. Anders anpassen. Ach, ich wollte keine Frau. Ich wollte doch gar keine Frau. Nein. Komme ich jetzt hier wieder zurück? Komme ich zurück? Ach da, okay. Cassiana. So, Arkanschütze. Kundschafter und anpassen. Zufällig. Ja, kommt nichts Schönes bei raus. Also machen wir das Ganze nochmal. So, Gesichtsfrisur wollen wir die haben. Hautfarbe wollen wir die haben. Ist auch sehr, sehr komisch. Was? Das sind andere Spieler. Was will die? Das Spiel ist quasi nicht nur für dich alleine. Ja! Was wollen die hier? Ich hatte das alleine gemietet. So, mal. Hat der Gesichtsbehaarung geht auch nicht klar. Der hat jetzt so eine Drollnase, so eine will ich eigentlich gar nicht haben. Wo konnte man nie die Nase an korrigieren? Auge. Warte. Lauter, ja, da ist ein Drehrädchen dran. Jetzt hörst du was, ja Mensch. Wenn man es lauter macht, dann geht alles, ne? Sehr, sehr geil. So,
Heute bist du ohne Mikrofon, aber das nächste Mal sprichst du mit, ne? Das nächste Mal sagt sie, ja, okay. Sie muss sich nämlich hier noch ein bisschen reinfuchsen. Ui. Mit Leertaste springst du. Ja, korrekt. Also eigentlich springt man mit jedem Spiel mit Leertaste, so ziemlich. Außer in den Spielen, wo man nicht springen kann. So, ich habe jetzt eigentlich auch keinen Bock, länger meinen Charakter hier weiterzumachen. Was denn? Warum? Ach, sie weiß, was du getan hast, was du... Ja, die sind hier schon ganz schön hart drauf, die Leute. Der Charakter wurde nicht erstellt, weil der Name nicht zur Verfügung steht. Muss ich ohne... Oder geht tatsächlich der gleiche Charaktername nur auf einen Wheel? Tatsächlich. Aber ich habe da noch einen anderen im Pedo. Den es eigentlich noch nicht geben dürfte. Und ich hoffe, diesmal werde ich nicht... Ja. So. Wie heißt du jetzt? White Panther, ne? Ja, sehr einfallsreich. Hallo. Ja, es... Wir haben vorhin ein Video angeguckt. Derjenige, der das hochgeladen hieß, Wild Panther. Jetzt weiß auch jeder, wie der Name entstanden ist. So, ich bin mal eben leise. Können wir das mal anhören? Ich benötige einen solchen als Hilfe für meine Arbeit. Du wirst mir einen besorgen. Ja, Ma'am. Unsere Scans haben etwas entdeckt, das wie mehrere funktionierende Kryokapseln aussieht. Keine mechanischen Anomalien. Welche... Den da. Genau da. Ja, mein Instinkt sagt mir, dieser ist der Richtige. Und der Instinkt eines Mekari ist mathematisch einwandfrei. Und keiner so sehr wie meiner. Verstanden, Ma'am. Alle lebenswichtigen Organe okay. Soll ich mit der Reanimationssequenz beginnen? Ja. Du kannst beginnen, sobald sämtliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind. In Ordnung, wir sind einsatzbereit. Diese hier sieht am besten von allen aus. Bester physischer Zustand, keine Anzeichen einer Manipulation der Geräte. Genau, was ich brauche. Ja, hier ist jemand mit Potenzial. Ja, was für ein Potenzial, aber ich habe mitbekommen, dass ich, glaube ich, ein bisschen lauter hier einstellen muss, den Sound. Der ist, glaube ich, ein bisschen leise. So, machen wir den mal auf voll. Jo, so. Herzlich willkommen auf Nexus, oder fast auf Nexus, wir sind fast da. Ja, dein langer Schlaf ist vorbei, Gamma Eagle. Meine Dateien zeigen mir an, dass du dem Dominion von Nutzen sein könntest und den... Und dem Auge? Ah, den Auge. Raus aus dem Federn. Bürger, die aus dem Kryos-Schlaf erwachen, werden von subversiven Gedanken geplagt. Ich benötige deine Hilfe, um sie auszulöschen, aber ich werde dich erst einem Zeraball-Scan unterziehen. Ja, ich habe nichts zu verbergen. Wieso hat er bei dir nicht gemacht? Hat er auch gemacht. Du musst ihn ansprechen. Den da, ja. Nee, F muss ihn ansprechen. Stehst du da noch? Ach, du stehst bei mir gerade momentan nicht. Okay. Mit F rangehen, ja. Und jetzt aufs Anklicken. Ja, genau. Und wenn du soweit bist, kannst du quasi das auch gleich mit mir mitmachen. Also eigentlich nur mir hinterherlaufen. Bist du da eigentlich auch irgendwo? Nee, das ist momentan noch eine distanzierte Welt. Wir sind kaum erst später zusammen. Ja, da kannst du jetzt reinlaufen. Da musst du... Jetzt musst du... bitte Antwort wahrgemäß. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Verstehst du das? Ja, das verstehen wir. Ausgezeichnet, der Loyalitätstest beginnt. Hältst du gerne Zwiesprache mit der Natur? Nein! Beim Testobjekt wird kein Aurin-Einfluss festgestellt. Bist du ein Fan von Artemis Sin? Ja. Drücke ja! Ist irgendein Typ, ne? Den wollen wir. Loyalität. Ja, auf jeden Fall. Jetzt darfst du der Dame hinterher rennen. Ich glaube, du müsst mal deine Grafikeinstellung ein bisschen runterstellen. Weil du. Ja, weil du merkst es nicht, das ruckelt ein bisschen bei dir. Da drückst du drauf. Dann gehst du unter Video.